Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch einmal zeigen, welche Düfte im letzten Monat im Mai 2020 neu in meine Sammlung gewandert sind. Genau, wenn ihr das erste Mal bei mir seid, herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer. Wenn ihr euch für Parfums genauso interessiert wie ich, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und drückt auch die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. So, los geht's jetzt aber mit diesen tollen Duft. Und zwar haben wir hier von Berdu den 1902 Amande Tonka, also Mandel und Tonka in der Eau de Toilette Variante. Das ist ja ein Duft, den ich unbedingt in meiner Sammlung haben wollte, weil er wirklich ein sehr schöner Sommerduft ist, der aber weniger frisch zitrisch daherkommt, sondern mehr so diese süßen und sonnigen, cremigen, ja, Sonnencremenoten preisgibt. Und genau, den brauchte ich unbedingt für eins meiner nächsten Sommerdüfte-Videos. Seid gespannt, was da kommt. Und ich erzähle euch jetzt mal, was hier alles drin ist. Und zwar haben wir in der Kopfnote Birne, Gras und Veilchenblatt. In der Herznote haben wir Mandel, Mimose und Weißdorn. Und in der Basisnote haben wir Moschus, Sandelholz und Vanille. Und ja, gerade noch mal dran schnuppern. Ich habe den vor ein, zwei Jahren, ich muss mal gerade schauen, von wann der ist, von 2017. Ja, doch, dann vor 2 Jahren habe ich den mal bei Karstadt getestet, fand ihn ganz schön, habe ihn dann aber nicht mitgenommen, weil er eher so im Drydown wirklich schön auf meiner Haut aufgeblüht ist. Und jetzt habe ich mich doch dazu entschlossen, ihn zu besorgen für meine Sammlung. Er ist ein Unisex-Duft und wird als blumig süß beschrieben. Ich würde ihn aber fast eher als dezent gourmandig und ja, cremig beschreiben. So, der nächste Duft ist auch einer meiner absoluten neuen Sommerfavoriten. Den habe ich euch bestimmt auch schon in dem ein oder anderen Video gezeigt, falls ihr mich da schon verfolgt habt. Und zwar haben wir hier von 4711 Aqua Colonia Intense Sunny Seaside of Zanzibar. Das hier ist jetzt eine 170 ml Flasche, ein Cologne Intense. Ja, was einer niedrigen Eau de Toilette Konzentration entsprechen müsste. Gerade nochmal dran schnuppern. Upsa. Ja. Das ist jetzt für mich der absolute Sonnencremenduft. Er hat Kokosnoten drin. Ich habe ihn auch schon des Öfteren getragen, weil ich ihn wirklich sehr schön finde. Und er ist von 2019. Er wird als süß-cremig beschrieben. Ja, so würde ich ihn auch beschreiben, mit noch dezent Kokosnoten und blumigen Einflüssen. Und wir haben hier eine ganz interessante Duftpyramide. Und zwar haben wir in der Kopfnote Wassermelone, Sternanis. In der Herznote haben wir Frangipani, Kokosnuss und Moschus. Und in der Basisnote haben wir Vanille, Zedernholz und Vetiver. Dann der letzte große Flakon, den ich mir in diesem Monat gegönnt habe, ist dieses Schätzchen hier. Und zwar von Atelier Cologne Grand Neroli. Das Ganze ist eine 200 ml Flasche, die habe ich gebraucht gekauft. Das sind, ja, ich würde mal sagen, so 50, 60 ml sind noch gut enthalten. Wir haben hier eine Cologne Absolue-Konzentration und ich hatte vor 2 Jahren einen Atelier Cologne Adventskalender mit lauter so kleinen Röhrchenproben, um alle Düfte mal durchzutesten. Oder ja, es waren nicht alle Düfte dabei, aber es waren doch einige Düfte und da hat mir Grand Neroli sehr gut gefallen als ja, sonnigen, fruchtigen Neroli-Duft, der wunderbar im Sommer auch tragbar ist. Neroli ist bei mir immer so eine Sache, wenn er zu süß ist, dann kann ich ihn gar nicht leiden, aber in diesen frischeren, unsüßen Kombinationen finde ich ihn ganz schön. Hier ist noch eine leichte Süße enthalten, aber er ist ja jetzt natürlich nicht pappig süß. Aufgrund der Cologne-Konzentration hält er natürlich auch nicht so lange, wobei Cologne Absolue eine Konzentration ist, die auch ja, einem Eau de Toilette entsprechen würde. Wir haben auch hier eine ganz interessante Duftpyramide und zwar haben wir in der Kopfnote Neroli, wir haben Petit Grain und Bergamotte, also ein schönes zitrisches Trio.
Dann haben wir in der Herznote Birkenblatt, Galbanum, Eichenmoos für ja, eine gewisse Tiefe und für die Haltbarkeit. In der Basis haben wir Moschus, Madagaskar, Vanille und Virginia-Zeder. Genau, ich habe es noch nicht gesagt, glaube ich, aber alle Düfte hier sind Unisex. Sowieso tragt, was ihr wollt, aber diese Düfte sind auch tatsächlich jetzt alle als Unisex deklariert. Weiter geht's mit einem Discovery-Set, was ich im Internet bestellt habe. Ich wollte die ganze Zeit schon die Düfte von Eccentric Molecules für euch testen und euch vorstellen und habe jetzt hier dieses schöne Discovery-Set mit Molecule 01, 02, 03, 04 und den dazu passenden Eccentrics, Eccentric 01, 02, 03, 04. Und genau, wenn ihr noch nicht so viel über die Marke wisst, wir haben hier in den Molekül 1, 2, 3, 4, sage ich jetzt mal, einzelne synthetische Duftmoleküle. Und zwar Molekül 01 enthält ausschließlich Isoe Super. Molekül 02 enthält Ambroxan. Bei Molekül 03 handelt es sich um Vetiverylacetat. Und bei Molekül 02 vor handelt es sich um Javanol. Ich habe gestern die ersten beiden getestet und genau, ich blende euch jetzt mal die Zusammensetzung vom Eccentric 01 ein. Das hat bei mir nicht ganz so lang gehalten. Ich fand die Kombination ja ganz angenehm zu tragen. Nach 2 Stunden war es allerdings weg und Molecule 01 ist überhaupt nicht meins. Ja, frisches synthetisches Holz, was bei mir aber so eine ziemlich penetrante Süße mitbringt, die ich überhaupt nicht ertragen kann. Das hat blöderweise auf meiner Haut 8 Stunden durchgehalten. Also manche Kreationen sind direkt nach 2 Stunden weg oder sind dann schon im Drydown, weil sie sämtliche Duftnoten meine Haut schon wieder verlassen haben. Aber das hat wirklich an mir geklebt. Und heute teste ich die beiden Zweier und ich muss sagen, also Ambroxan gefällt mir um einiges besser. Es ist auch holzig, aber geht eher in die pudrige Richtung mit einer dezenten Frische und also ich würde nicht sagen komplett ohne Süße, aber es ist keine penetrante Süße dabei. Und die Kombination Eccentric O2 finde ich ganz gelungen. Duftnoten blende ich auch mal ein. Ja, wir haben hier so das olfaktorische Gin Tonic, sage ich mal, ganz interessant. Heduin ist auch noch mit drin, was ich auch immer ganz schön finde. Das ist ein Bestandteil aus Jasmin. Und genau, zu den anderen beiden kann ich noch nicht ganz so viel sagen. Ich blende mal die Duftnoten ein. Eccentric 03 und Eccentric 04. Könnt ihr einfach mal selbst lesen, was da drin ist. Die werde ich die nächsten Tage noch testen und wenn ich alle durchgetestet habe, genau, mache ich euch da noch mal ein Video drüber. Ich habe das ganze Set bestellt bei Essenza Nobile. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich hier die richtigen rausfinde. Nee, das ist es nicht, das ist auch nicht. Genau, da habe ich noch ein paar mehr Proben bestellt, weil hier ja jetzt nur 8 Düfte drin sind. Es wurden aber demnächst noch 2 neue gelauncht und zwar haben wir hier Molecule 05, könnt ihr das lesen? Ja, genau. Hier handelt es sich um Kaschmiran. Da kann man noch nicht wirklich was am Sprühkopf riechen, den will ich jetzt auch nicht hier rumsprühen. Und das Pendant dazu, Eccentric 05. Ja, was ich dann noch bestellt hatte, war Maison Francisco Jean. Gentle Fluidity Silver und Gentle Fluidity Gold, weil ich auf die auch schon die ganze Zeit scharf war. Die habe ich auch schon getestet. Und ich muss sagen, ich bin nicht ganz so begeistert, wie ich gerne hätte sein wollen. Oder sagen wir mal noch nicht. Vielleicht muss ich sie auch einfach noch mal testen. Jetzt am Sprühkopf gefällt mir der Silberne ganz gut. Hier kam mir aber der Wacholder ziemlich stark raus. Ich blende mal die Duftnoten ein. Wir haben bei beiden die gleichen Duftnoten, wir haben aber den Fokus ein bisschen anders gelegt, beziehungsweise die Zusammenmischung ist anders. Oder sagen wir mal, die Dosierung der einzelnen Duftnoten ist anders. Das macht diese Düfte so besonders, dass ja gleiche Duftnoten enthalten sind, aber in einer unterschiedlichen Konzentration. Und im Silver, ja, geht man eher auf dieses Frische, auf die frischen Duftnoten, auf dieses Wacholder.
was dem Duft dann eben diese Frische gibt. Und in dem Gold geht man ja auf die süßen Ingredienzien stärker ein. Zum Beispiel Vanille kommt hier sehr viel stärker raus. Und ihn fand ich sehr, sehr ähnlich zu dem, falls ihr das kennt, Eau de Messiaens von Le Couvent de Minimes. Das ist, ich habe da so eine Riesenflasche von, das ist ein Eau de Cologne, was auch Naturkosmetik, glaube ich, ist. Ja, hier fand ich den, also schlecht fand ich den nicht, aber wie gesagt, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft habe. Ich würde demnächst nochmal probieren, die beiden einfach zu kombinieren, weil er war mir so zu süß und er war mir irgendwie zu frisch. Schauen wir mal, vielleicht kriege ich da ja meine perfekte Mischung hin. So, dann habe ich noch einige Proben bekommen. Und zwar fangen wir mal an. Ich habe bei Parfumo mit einigen Leuten Proben getauscht. Und zwar, die habe ich alle noch nicht getestet. Hier haben wir von Paris Monte Carlo Cedro di Diamante, also Diamantzeder. Genau, Duftnoten blende ich wie immer ein. Es ist ein Zedernduft, mehr kann ich noch nicht drüber sagen. Will ich demnächst mal bei einem First Impressions testen. Alexander McQueen, den fand ich glaube ich nicht so gut, das hatte ich schon mal getestet. Duftnoten blende ich auch mit ein. Dann, was mich gefreut hatte, hier so, ich liebe ja so klein, so kleines Zeug. Da-da! Wunderschön. Also, ich habe im Moment so ein leichtes Faible für diese arabischen Duftöle. Hier haben wir jetzt von Musk 24, die Marke kenne ich auch überhaupt nicht. Musk Oman. Und ja, Duftnoten blende ich ein. Das ist ein absoluter sauber Moschus-Oriental-Duft, wenn es irgendwie Sinn macht. Habe ich auch noch nicht getestet. Demnächst will ich mal ein kleines Duftöl-Video machen. Da würde das doch ganz gut reinpassen. Hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass man auch mal so ein paar schöne kleine andere Proben bekommt, die man sich vielleicht selbst niemals ausgesucht hätte. Dann habe ich mich eingetragen, um einen Duft zu testen, und zwar Impact von Tommy Hilfiger. Ja, du alleine machst den Impact, du definierst deine Wirkung. Also, keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht getestet, den will ich demnächst auch mal testen, hier mit Vincent Weiss. Wir haben hier Wohlbitterorange, Zypresse, Akigala Wood drin, was ich sehr geil finde. Akigala Wood ist eine sehr interessante Fraktion des Patchouli-Öls. Also man hat Patchouli-Öl in seine Bestandteile, sag ich jetzt mal, aufgedröselt und da ist dieses Akigala Wood eben ein Bestandteil des Patchoulis, was so ein bisschen, ja, die holzig-waldige Pfeffrigkeit hervorbringt und so sieht der Duft aus. Und ja, den will ich auch noch mal demnächst mit euch testen in einem First Impressions Herrendüfte-Video. Bin ich mal gespannt. Ich gehe aber davon aus, genau. Die Zielgruppe, sage ich jetzt mal, wird hier sein 16 bis 25. Was ja nicht schlimm ist, ne? Aber nur mal so. So, dann habe ich noch ein paar Abfüllungen bekommen. Und zwar Fleur de Femme von Larif. Das ist, glaube ich, das Dupe zu Dior Poison Girl. Habe ich noch nicht getestet. Riecht am Sprühkopf, ja. Blumig süß, ganz angenehm, übersüß, aber nicht schlecht. Habe ich aber auch noch nicht getestet. Dann Guerlain Flora Nymphea. Na, hier, Flora Nymphea. Ein Duft aus der, ja, aus der Aqua Allegoria-Reihe, den es meiner Meinung nach auch nicht mehr gibt. Hier ist eine ganze Menge Flieder drin. Ich fand ihn am Anfang so ein bisschen madammig, dann hat er mir für den Frühling aber doch ganz gut gefallen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn weitertragen werde. Er ist ja auch schon discontinued. Also, das sind immer so die Sachen, ne? Wenn du dich natürlich jetzt in einen Duft verliebst, den es nicht mehr gibt, wo kriegst du ihn dann her? Und auch noch in der Qualität, die du gerne hättest. Dann habe ich hier von M. Asam Blue Dreams. Der gefiel mir erst ganz gut. Wir haben hier eine ziemlich präsente Johannisbeere, aber dann kommt da diese Zeder relativ nervig raus und weiß ich nicht, den würde ich vielleicht eher nicht tragen. Aber
Wie gesagt, das war erstmal nur der erste Eindruck. Ich hatte den nur mal getestet und da hat er mir nicht ganz so gut gefallen. Aber kann sein, ne, ihr habt eine andere Stimmung, es ist ein anderes Wetter und eine andere Jahreszeit und auf einmal gefällt euch ein Duft, der euch vorher nicht gefallen hat, total gut und jeder verdient eine zweite Chance. Manchmal auch eine dritte Chance. So, dann Alien Mirage. Das ist das neue Alien, was ja. So ein bisschen die neue Sommervariante wohl sein soll. Er riecht jetzt am Sprühkopf blumig bis leicht aquatisch. Bin ich mal gespannt, habe ich jetzt auch noch nicht getestet. Und genau, dann habe ich noch eine ganze Menge kleinerer Proben, weil ich auch für Sommervideos was testen wollte. Und zwar haben wir. Ach, den kann ich nie aussprechen. Ethereus. Ethereus, ach, hat ja doch geklappt, ne? Der ist von Bois 1920. Ein sehr ätherischer Duft mit einer ganzen Menge Zitrusölen drin. Ich fand ihn ganz nett, aber so sonnencremig, wie ich mir gewünscht hatte, kam er mir doch nicht vor. Wer mir aber sehr schön sonnencremig vorkam, ist Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Ein wunderschöner Unisex- und Sonnencremeduft, der noch mal ein bisschen leichter ist als. Jetzt muss ich gucken, dass ich genau von Tom Ford das Soleil Blanc finde. Das ist ja die große Schwester, sage ich mal. Ein blütiger, auch dezent sonnencremiger Duft, wobei ich den Eau de Soleil Blanc sonnencremiger finde. Ihn hier finde ich sehr viel blütiger. Sonniger und von der Farbe her würde ich ihn als leuchtend gelb beschreiben. Welchen Duft ich auch getestet habe, ist Soleil Neige von Tom Ford. Ja, auch ein schöner, blumiger Sonnencreme, Sonnenduft. Ja, nicht, vielleicht nicht ganz so cremig wie der andere, wie der Soleil Blanc, aber ja, hat mir auch ganz gut gefallen. Müsste ich aber auch noch mal ein bisschen genauer testen, um euch darüber was zu erzählen. Das waren aber nicht die einzigen Tom Fords. Ich hatte noch zwei Tom Fords, muss ich mal gerade hier raussuchen. Ha, genau. Und zwar hatten wir einmal hier Café Rose. Ja, den bin ich am Testen gewesen, weil ich für meine Kollegin noch einen schönen Kaffeeduft suche, aber. Die Rose, boah, die war mir zu, ja, ich würde nicht unbedingt sagen zu orientalisch, aber kennt ihr diese ganzen Rose-Oud-Geschichten? Und die Rose kam mir sehr udig rüber. Also nicht, dass hier Oud mit drin ist, aber es riecht so wie eine Rose, die man eigentlich sonst mit einem Oud-Duft kombiniert. Also vom Kaffee habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel gerochen. Da finde ich zum Beispiel Café Tuberosa von Atelier Cologne einen schöneren Kaffeeduft. Oder natürlich auch von Killian Intoxicated, der meiner Kollegin aber zu frisch und zu männlich war. So, welchen ich auch die ganze Zeit testen wollte, von Tom Ford, haben wir hier Rose Prick. Und er lässt mich echt schmunzeln, weil ich diesen Twist mit dem Kurkuma in der Herznote wirklich sehr interessant und tragbar finde und auch die Basis mit Patchouli finde ich äußerst gelungen. Ja, würde ich mir sogar überlegen, ihn selbst zu kaufen und zu tragen. Ich werde ihn aber noch mal ein bisschen testen und euch dann auch noch mal was drüber erzählen. Dann habe ich noch ein paar Herrenproben, die ich auch demnächst, wie gesagt, zusammen mit dem Impact und mit dem Paris-Duft hier zusammen testen möchte. Und zwar haben wir von Dunhill den Icon, der ja auch ein Barbershop-Duft sein soll. Hier rieche ich jetzt am Sprühkopf nichts. Dann Creed Viking wollte ich auch unbedingt testen, weil ja, Creed, das ist immer so eine Sache, ne? Es wird total gehypt und keine Ahnung, was man immer davon halten soll, ob das wirklich so stimmt. Es sind sicherlich ja, doch. Gute vielleicht schon. Es sind sicherlich keine schlechten Düfte, aber ja, wollte ich mich einfach mal weiterbilden. Silver Mountain Water finde ich zum Beispiel ganz toll. Aventus, ja, geht so. Ja, es ist kein schlechter Duft, aber er ist halt mega gehypt. Dann hier noch Amen von Thierry Mugler Pure Havane.
Den finde ich ganz toll. Den habe ich mal ganz kurz angesprüht. Dann ein kleines Tröpfchen fiel auf meinen Arbeitslaptop, der dann irgendwie 3 Tage lang nach, ja, diesem schwelgerischen, durchdringenden, süßen Tabak gerochen hat. Und den möchte ich aber auch noch mal genauer testen und euch dann vorstellen. Dann habe ich von Guerlain Eau de Fleur de Cedrat, den ich ganz schön finde. Zedern ist immer nicht so meine Sache, aber hier kommen wirklich die Zitrusnoten sehr schön raus. Und ja, aufgrund dieser überschwänglichen Zitrik hält der Duft natürlich nicht ganz so lange. Dann Amour Sunshine, Woman. Da gibt es ja noch eine Männervariante, da weiß ich nicht, wie sie riecht. Das hier, er kommt zwar in einer gelben Flasche, aber es ist eher so eine, ja, süße, mandelige, likörige Kombination, die ich aber doch sehr reizvoll finde und die ich auch für einen der nächsten Sonnencreme-Sommervideos testen wollte. Dann haben wir noch Intrusion von Oscar de la Renta. Kann ich gar nichts zu sagen. Duftnoten blende ich ein. Rose, Ispahan, das ist, meine ich, ein Yves Rocher-Duft, der schon ja auch nicht mehr hergestellt wird. Den habe ich mal getestet, fand ihn ganz schön, aber ich werde ihn auch noch mal testen. Und zwar haben wir da noch Vanille Givrée de Zanty von La Maison de la Vanille. Ja, das ist auch keine schlechte Sommervanille, sage ich mal, aber also ja, er hat mir ganz gut gefallen, aber es gibt da noch diesen Vanille-Tahiti-Duft und Haiti, nee, keine Ahnung. Ich habe irgendwie noch einen davon und blende ich mal kurz ein. Und die sind sich alle doch sehr ähnlich. Also die Vanille riecht überall eigentlich mehr oder weniger gleich. Klar, wenn ihr Vanille liebt, kauft euch alle, aber ich würde sagen, so für die normale Standardsammlung reicht einer dieser Vanilledüfte und man ist eigentlich ganz gut mit dabei. So, dann habe ich noch einmal von Mugler Womanity, einer meiner Hassdüfte, weil wir hier Kaviar mit drin haben, der eigentlich einen ganz salzigen, interessanten Twist gibt. Aber für mich mit dieser süßen Feige zusammen, kommt da irgendwie sowas Fischiges rum, was ich überhaupt nicht riechen mag. Aber für meine Referenz an Feigendüften wollte ich ihn doch nochmal als Probe zumindest in der Sammlung haben, um immer nochmal dran schnuppern zu können. So, und die letzte Probe, auch eine Probe von Paris Monte Carlo. Und zwar haben wir hier Musk Extreme. Ah, da fällt mir ein, ich könnte auch mal ein kleines Video über Paris machen. Da habe ich auch ein paar Proben von. Den habe ich auch noch nicht getestet. Duftnoten blende ich ein. Ja. Sagt mir doch mal, welchen Duft ich näher mit euch besprechen und testen soll. Und genau, als nächstes gibt es dann mal First Impressions mit Herrendüften. Dann will ich was endlich über Sommerdüfte erzählen und natürlich hier über die Marke Eccentric Molecules. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.